Ja, ein Hallo und herzlich willkommen an alle unsere Kochfreunde und Freundinnen. Auch alle, die sich dieses Video dann am PC anschauen. Ich begrüße euch recht herzlich zu unserem Serum-Kochkurs. Und wir werden heute Torten backen. Und zwar genau 4 an der Zahl. Und dazu darf ich meine erste Köchin hereinbitten. Was hast du uns denn mitgebracht? Ich habe uns eine Erdbeertorte oder einen Erdbeerkuchen mitgebracht, weil im Mai ja eigentlich die Erdbeersaison losgeht und unsere Geburtstage fangen auch so, ja gut, im März, Mai an. Da habe ich aber noch ein paar gefrorene vom letzten Jahr und das machen wir ganz gern immer zum Geburtstag, so eine Erdbeertorte. Klar, Erdbeeren sind lecker, süß. Und die Kinder essen das gern. Genau. Genau. Gut, dann schauen wir mal, wie du anfängst. Was sind so deine Grundzutaten? Ja, erstmal machen wir den Boden mit, je nachdem, wie jeder das gern mag, entweder Vollkornmehl, Dinkelvollkornmehl oder Weizenvollkornmehl. Ich habe jetzt Weizenmehl ganz normal und 50-50 genommen und nochmal Dinkelvollkornmehl. Also insgesamt sind es 200 Gramm Mehl. Da habe ich halt 100 Gramm Weizenmehl und 100 Gramm Dinkelvollkornmehl genommen. Aber das kann jeder so machen, wie er das möchte. Einfach für den Geschmack dann wahrscheinlich, weil das Dinkelmehl ein bisschen kräftiger, herber schmeckt. Ja, und es soll ja auch eine Torte werden, sage ich jetzt mal. Und die muss ja nicht unbedingt nach Brot schmecken. Ja, genau. Okay. Genau. Und als Backtriebmittel braucht man ja leider trotzdem was. Nämlich ein bisschen Natron. Ein Löffelchen, ein Natron. Teelöffelchen, Natron. Das heißt auch eigentlich Hydrogencarbonat, oder? Natriumhydrogencarbonat, das ist eine Pulversubstanz, das hatten wir ja. Und ja, das Backpulver besteht allgemein ja aus Natron und noch einer Essigsubstanz. Und das schreiben sie ja überall, dass wenn man Natron pur nimmt, sollte man auch einen Löffel Essig nehmen. Ich nehme jetzt mal keinen Essig, sondern einfach nur eine Säure und zwar Zitronensäure. Okay. Ja, einfach nur Zitronensaft ausgepresst, ein Löffel. Das tue ich aber nachher rein, weil sonst reagiert das Natron gleich und fängt an zu schäumen, sage ich jetzt mal. Das kommt dann oben drauf. Zum Süßen. Agavendicksaft. Agavendicksaft, genau. Man kann natürlich auch Vollrohrzucker nehmen, wenn man möchte, dass es ein bisschen karamellig schmeckt. Okay. Oder lakritzartig, karamellig, das ist so eine Zwischen. Die Kinder von mir mögen es nicht unbedingt, deswegen nehme ich, siehst du, ich habe es vorher nicht jetzt aufgemacht. Kindersicher verschlossen, ja, dass die Kinder nicht so viel naschen von dem Agavendicksaft. Genau, und Agavendicksaft ist halt ziemlich neutral, zumindest der. Also es gibt wohl welche, die anders noch aufbereitet worden sind, die ein bisschen bräuner von der Farbe her sind und die sind dann auch ein bisschen stärker in der, im Geschmack, aber der ist ziemlich neutral. Mhm. Ja. Mhm. Da braucht man auch gar nicht so viel wie beim normalen Zucker. Ja, bei so einer Agavenpflanze, wie das gewonnen wird, ist ja ganz interessant. Das habe ich letztens erst gehört. Und zwar, die Agavenpflanze wächst 8 Jahre und wird dann oben an ihrer Frucht gekappt und dann entsteht ein Kelch unten. Und aus diesem Kelch kann man täglich bis zu 1,5 Liter Agavendicksaft gewinnen. Das ist Wahnsinn. Und ja, die meisten Agavenpflanzen sind ja in Mexiko, also das kommt aus Mexiko und wird ja in der vegetarischen, veganen Küche ganz viel verwendet. Okay. Dafür. Ja, in Deutschland habe ich sowas noch nicht gesehen. Genau. Was ganz toll ist, dass der Agavendicksaft oder Agavensaft eine Fructose ist. Das heißt also vom glykämischen Index gleich null ist. Also viel besser als normaler Rohrzucker oder weißer Zucker. Ja, der industrielle, den wollen wir vermeiden. Ja, aufbereitet wurde. Mhm. Deswegen nehmen wir da den Agavendicksaft und außerdem, wie gesagt, ist es neutral vom Geschmack her und das ist das Optimale zum Backen. Dann nehme ich als Eiersatz 1 Esslöffel Sojamehl. Mhm. Man kann auch andere Bindemittel nehmen, aber
Das klappt ganz gut mit dem Sojamehl. Auch sehr eiweißhaltig, genau. Genau. Einfach nur ein Esslöffel rein und... Wir wollen ja vegan kochen, von daher. So ist es. Alles wird ersetzt, aber das ist auch ganz gut so. Dieses Rezept oder dieser Boden ist mit Apfelmus gemacht. Ah, okay. Und ich fand es ganz toll, als ich den bekommen habe, dass es dann, dass die Kinder den so gern essen und dass man den auch als Grundteig für Muffins nehmen kann. Ganz toll. Okay. Und dann kann man den auch, da kommen 300 Gramm rein. Mhm. Die sind gleich drin. Genau. Kann man ganz toll Kirschen reintun oder andere Früchte, Heidelbeeren, Himbeeren. Ja, so ungefähr. Falls Sie sich jetzt wundern, wir haben 300 Gramm gesagt. Unser Gerät, das zeigt es gleich mit an. Da ist dann schon alles abgemessen. Genau, da kann man so schön auf Null drücken und dann fängt man von Neuem an zu messen. Genau. Genau. Und jetzt kommen, das habe ich schon vorher abgemessen, als Fettigkeit habe ich ein bisschen Öl mitgebracht, je nachdem, was man mag, Sonnenblumenöl oder Rapsöl nehme ich nicht so gerne. Aber das ist ein Distelöl, das finde ich ganz gut, weil es ja, geschmacksneutral ist, dass man das dann nicht mehr so... Also manche Öle sind dann ranzig nach einer Zeit, wenn man die nicht so häufig oft benutzt. Genau. Und bei Sonnenblumenöl ist mir das oft passiert und bei Distelöl passiert mir das eigentlich nie. Es hält ein bisschen länger, ja. Genau. Und es wird halt nie ranzig, zumindest nicht bei mir im Schrank, weil ich das so oft koche. Genau. Und die Zitrone kommt jetzt oben drauf und dann mixen wir das einmal durch. Also die Zitrone zum Schluss. Genau. Weil damit das Natron nicht gleich, wie gesagt, aufschäumt. Genau. Wenn wir das so machen und so. Gibt es da eine Richtzeit, wie lange man da mixen sollte? Nee, bis eine Homogenität vom Teig her das hergestellt ist. Zusammengemischt ist. Genau. Okay. Bis man also das denkt, dass es komplett durchgerührt ist. Man kann es natürlich auch in der Schüssel mit einem Mixer machen. Also man muss nicht dazu dieses Gerät benutzen. Ja, früher ging das mit Handkraft. Ne? Aber heutzutage wird einem schon einiges erspart. Genau. Ja, wir haben vorhin auch von Hydrogencarbonat, von diesem Natrium gehört. Und ich habe mal ein bisschen recherchiert. Und zwar wird es auch in Zahnpasta benutzt. Das ist ganz natürlich und schont halt eben einfach auch den Körper. Anders als dieses Weinstein-Backpulver, das dann eben industriell und chemisch nochmal aufbereitet ist. Also da gibt es dann eben natürlichere Varianten wie das Natrium. Ja, es ist eine ganz natürliche Puffersubstanz, die auch bei zum Beispiel für Magentabletten genommen wird, wo also, wenn man zu viel Magensäure produziert, dass man dann halt mit Natriumhydrogen puffert oder mit anderen, also bei metabolischer Azidose, da ich Krankenschwester bin, nehmen wir das doch sehr häufig zum Puffern, einfach in aufgelöster Form Natriumhydrogencarbonat und das kriegen dann die Patienten, wenn sie halt eine metabolische Azidose haben, also übersäuert sind im Körper. Um Medikamente besser zu vertragen. Nicht unbedingt, einfach wenn der Körper einfach zu übersäuert ist. Man kann aber zum Puffern von der Magensäure. Von der Magensäure nehmen und man kann auch das als Antidot bei bestimmten Medikamenten sogar nehmen. Also wenn jemand zu viele Barbiturate geschluckt hat und so weiter und so fort, ist das Natriumhydrogencarbonat so, dass wenn das eingenommen wird, dass es dann die Wirkung dieser Medikamente aufhebt. Ah, perfekt. Ja. Also Insiderwissen von der Krankenschwester hier. Und ganz toll ist es, also ich komme ja aus Kasachstan, da bin ich geboren und da bin ich auch zur Schule gegangen, zumindest einige Jahre und wir haben mit Soda Zähne geputzt, da gab es keine Zahnpaste, also wie wir das heute können. Es gab einen Topf mit Soda, also mit Natron und da sind war nicht so fein gemahlen wie hier, sondern ein bisschen klumpriger und wir sind also mit ein paar größeren Partikeln, wir sind da mit der Zahnbürste rein, war nicht so hygienisch, aber alle haben sich dann so mit Soda und ich habe gute Zähne. Hat funktioniert. Ja. Perfekt. So, der Teig ist ziemlich gut durchgemischt, das geht ganz schnell mit dem Thermomix und dann mache ich das hier in die Form, wie gesagt, wenn man möchte, wenn man Muffins backen möchte, kann man da, wie gesagt, in eine Muffinform geben und dann noch Früchte oben drauf und dann essen das die Kinder auch total gerne. Das ist mein Lieblingsteigrezept, muss ich sagen. Okay.
Man sieht, es ist schön zäh, klebt sehr gut. Ja, genau. Es bindet gut, das Sojamehl. Genau, und das kommt jetzt in den Backofen bei 170, 180 Grad, je nachdem, ob man Ober-Unterhitze oder wie nennt sich das gleich nochmal? Umluft. Umluft hat, genau. Und korrekt. Es ist ein Umluftherd hier. So, ja, okay. Können wir auch 170 Grad nehmen für 20 Minuten. Mhm. Und dann kann es fertig backen. Wie gewohnt müssen Sie das nicht alles mitschreiben. Danach gibt es die Rezepte auf unserer Homepage unten im Anhang. Ganz einfach dann zum Nachbacken und Kochen. Jetzt ist es nur ein bisschen schwierig, diese Masse, oder nicht schwierig, aber man braucht einfach ein bisschen Zeit, um alles rauszukratzen. Mhm. Wie ist das? Geht dieser Teig noch auf oder bleibt er relativ flach? Nee, der geht schon noch auf. Okay. Man kann auch ein Stückchen sozusagen mit so einem Tortenschneider wegschneiden. So, und eine doppelstöckige Torte, also mit zwei Böden, nicht doppelstöckig, sondern einfach mit zwei Böden und dazwischen die Puddingmasse, genau, eine Zwischenschicht machen, das kann man schon machen, genau. Mhm. Weil der wird so hoch, dass es einfach zu hoch ist für einmal. Das habe ich auch gemacht. Ich zeige euch gleich den Boden, den ich gestern Abend schon fertig gebacken habe. Und da habe ich schon die Oberschicht weggeschnitten, dass es einfach schöner ausschaut und gleichmäßig ist. Ah, du schneidest dann alles, was übersteht, noch ab, ja? Um eine gute Basis zu haben. So. Oder um schon zu naschen. Auch. Okay. Zumindest haben das die Kinder heute Morgen zum Frühstück gegessen. Er ist relativ hell, dadurch, dass ich halt nochmal Weizenmehl dazu gemacht habe. Wenn man das halt nicht möchte, kann man Dinkelvollkornmehl oder Weizenvollkornmehl komplett nehmen. Mhm. Oder wenn man es noch heller haben möchte, kann man das auch nur mit Weizenmehl machen, wenn, je nach Geschmack. Mhm. Gelingt immer. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen da geht, aber wenn ich beim Bäcker war, dann ist das immer so, das ganz helle Brot, das taugt nichts. Ja? Genau, man mag so lieber ist doch Vollkorn oder dunkles Brot. Es soll uns ja nicht satt machen, theoretisch, ja, sondern es soll ja ein Kuchen sein oder eine Torte. Okay. Jetzt kommt es da in den Backofen für 20 Minuten und das gebe ich auch nochmal rein zum Waschen. Genau, also das essen wir ja auch nicht jeden Tag, sage ich jetzt noch. Okay. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich meinen fertigen Tortenboden hingelegt habe. Wir wollen mal schauen, was sich da noch so versteckt. Genau, da ist der fertige und oben abgeschnitten. Und da können wir jetzt die Puddingmasse drauf machen und dann mit den Erdbeeren belegen. So. Ja, das schaut schon ganz luftig und gut aus. Ja, ist eigentlich relativ feucht und auch fluffig. Mhm. Genau, jetzt nehme ich mal hier einen neuen. Platzieren das mal etwas besser für Sie, dass Sie es gut sehen jetzt können. Jetzt müssen wir halt einen Pudding kochen. Mit Sojamilch oder anderer Pflanzenmilch, so was man halt gerne mag. Also Kokosreismilch gelingt auch ganz gut oder Mandelmilch gelingt auch ganz gut. Also Pudding, wie man das gerne möchte. Ich bräuchte nur, das habe ich vorhin vergessen, weil meine Töpfe von zu Hause sind nicht induktionsgeeignet. Ich bräuchte einen größeren Topf von da unten. Also noch ein Induktionstopf, genau. Genau. Bei der Milch ist es ja so, je nachdem, was einem besser schmeckt, gell? Kokos ist ja sehr intensiv, schmeckt halt sehr nach Kokos. Mandelmilch ist etwas milder, nach meinem Empfinden ist Mandelmilch vielleicht sogar besser. Was ist dein Vorzug? Mein Vorzug, also für den Kuchen ist die Sojamilch, ich habe es jetzt in pulvriger Form da, ganz gut. Oder Kokosreismilch. Das ist, passt ganz gut zu dem Kuchen. Kokosreis, okay. Genau, also normale Sojamilch aus dem Tetrapack würde ich jetzt nicht empfehlen. Nicht empfehlen. Jetzt. Gut. Müssen wir es nur anmachen. Jetzt, genau, jetzt haben wir es. Genau, da kommen dann, ich mache auf 500 Milliliter. Mhm.
bekommt dann 50 Gramm von der Sojamilch, von dem Sojamilchpulver rein. Okay, instant, genau. Ja. Genau. Wir mischen das noch zu einer Sojamilch. So ist es. das da. Ich habe aber schon Pudding vorgekocht zu Hause gestern, damit es einfach, weil es dann schon abkühlen sollte, wenn man das dann weiterverarbeitet zu der Puddingcreme, sollte es komplett ausgekühlt sein. Und da wir nicht so viel Zeit hier haben, habe ich schon eine Puddingcreme gemacht und einen Pudding gekocht nochmal zusätzlich, dass man so die verschiedenen Schritte schon hat. Also der Teig ist vorbereitet und die Sojamilch und der Pudding ist vorbereitet. Perfekt. Genau. Weil wir hätten auch nicht die Zeit und ansonsten müssten wir den Kuchen mit rohem Teig essen und ich denke, das schmeckt dann nicht so. Das wäre ungünstig. So, jetzt muss ich das mal ganz kurz hier runternehmen, sonst kocht es mir wahrscheinlich zu schnell auf, weil ich muss ja den Pudding anmixen. Man kann das natürlich auch selber machen. Hier zum Beispiel bei dem Alnatura Pudding ist wirklich nur Maisstärke und Vanilleschote drin. Sonst sind keine weiteren Bestandteile drin. Ja, so wenig wie möglich Inhaltsstoffe ist schon ganz gut. Das ist ganz gut. Ich kann da aus Erfahrung sprechen. Ich habe Gluten- und Laktoseintoleranz. Und wenn man doch mal Lust auf einen Pudding hat, dann bietet sich das ganz gut an, so mit Sojamilch und eben diesen Puddingpulver, Vanillepuddingpulver aus dem Bioladen dazu mischen und eben weil da nur Maisstärke drin ist und eben kein Mehl, kann man dann halt sich auch mal einen Pudding gönnen. Ich habe sogar mal gelesen auf einer Puddingverpackung, dass da verschiedene Aromen von Sahne drin wären. Ganz, ganz viele Inhaltsstoffe nur für Pudding, also das sollte man schon drauf achten. Ja. Ja, da muss man echt aufpassen, dass alles in Pulvern reingemischt wird. So, dann schöpfe ich mir die Milch hier. Also da die Vanille ja da schon eigentlich drin ist, das ist ganz gut, muss ich mir nur noch ein bisschen Milch da abschöpfen und meinen kleinen Handbesen nehmen. Du mischst es dann praktisch vor? Genau, das sollte man machen. Also man kann natürlich auch den Pudding im Thermomix kochen. Soweit bin ich aber... Also einfach auch die Milch aufkochen und dann das dazugeben und dann weiter kochen lassen. Dann rührt es dir selber um, aber ich bin dann auch so der typische alte Puddingkocher. Das muss im Topf sein. So wie beim Soßenverdicken eigentlich, gell? So, dass nichts klumpt. Genau, einfach umrühren und dann kommt noch ein bisschen Rohrzucker dazu, weil man kann natürlich, glaube ich, auch Agavendicksaft da nehmen. Aber ich bin... da auf Rohrzucker doch gestoßen, weil bei der Puddingcreme an sich kann ich dann zum Schluss keinen Agavendicksaft nehmen, das ist dann zu flüssig, dann wird die Puddingcreme einfach zu flüssig und schwimmt davon, wenn man die Torte anschneidet. Jetzt gucken wir mal. Wir wollen das ja schön fest, dass man es dann schneiden kann und es nicht davon läuft. Wir haben halt den Nachteil in Deutschland, wir kaufen unsere Produkte aus dem Supermarkt und wissen oft nicht, wo es herkommt. Ich weiß noch von meinem Vater, wo er in Afrika war und hat dort bei einem Kirchengebäude hat er geholfen, das zu bauen. Ja, und dann kam er mit den Einheimischen und mit Zuckerrohr und hat Bilder gemacht und haben sie Zuckerrohr geknabbert. Und da sieht man dann, wie der Zucker dann eigentlich in Naturform schmeckt. Mit ganz viel Melasse noch dran, ne? Das ist in dem Vollrohrzucker mehr oder weniger. Kocht schon ganz genau, gut. Die Milch kocht schon. Das ist ein wirklich tolles Gerät hier. So schnell geht es zu Hause nicht. So. Du lässt es dann nur ganz kurz aufkochen? Genau. Oder? Nur wirklich minimal, weil die Gefahr, dass es anbrennt, siehst du, ist schon sehr hoch. Und es ist
ein bisschen stärker als zu Hause, als ich das gewohnt bin. Obwohl ich das gerade eben reduziert habe. Stress, Stress. Muss mal ein bisschen aufwaschen nachher für den nächsten. Ich bin ja mal gespannt, wie das dann schmeckt. Ja, ich auch. Immer anders. Wie viele Schichten werden das insgesamt? Wir haben jetzt ja den Boden. Dann kommt die Puddingcreme drauf, dann kommen die Erdbeeren drauf und dann machen wir noch einen Tortenguss aus klarem Tortenguss und rotem Fruchtnektar oder wie auch immer. Kann ich euch das zum Abkühlen geben? Einfach ins Wasser reinstellen zum Abkühlen, bitte. Danke. Also wie ich schon gesagt habe, ich habe Pudding gestern schon fertig gekocht und der ist jetzt komplett kalt. Jetzt brauche ich noch einen Schaber. Jetzt habe ich nur noch den, dann nehmen wir den oder ich nehme einen. Pudding schaut schon sehr gut aus. Ja, der ist schon fertig und kalt, war im Kühlschrank. Aber jetzt hätte ich beinahe den Schritt vergessen. Wenn ich dir irgendwie helfen kann, dann sagst du es mir, ne? Genau. Da kommt nämlich die Alsana Bio dazu. Oder Alsan Bio ist eine reine Pflanzenmargarine als Butterersatz. Ja, normal haben wir es ja früher mit Butter und Pudding gemacht. Mhm. Und jede Menge Puderzucker. Und genau. Und jetzt nehmen wir halt Alsana und Rohrohrzucker und Pudding mit Sojamilch. Und das schmeckt auch gut. Ja, der Vorteil an dieser Butter ist ja, dass sie viele ungesättigte Fettsäuren hat. Genau. Und es sind halt eben die gesünderen Fettsäuren. Und da kommen ungefähr je nach, wie man es gern möchte, zu butterig oder nicht so oder zu fettig oder nicht, 150 bis 170 Gramm. Ja, wenn ich sage, okay, das sind, obwohl ich kann es ja hier auch abmessen. Früher hat man es immer das hübsch so halbiert. Sind 250 insgesamt. Ich will ungefähr so viel haben. Kommt es da rein? Sind also 150, jawohl. Ja, mach mal so 170. Der Vorteil an dieser Butter ist auch, die kann man zum Backen und Braten verwenden. Ja. Viele gehen da ja nicht an pflanzlichen Fettsäuren. Die sollen ja dann giftig werden, weil man sie zu arg erhitzt. Genau, und jetzt nehme ich noch diesen feinen, habe ich ganz vergessen vorher reinzusetzen, rein, für die Creme. So, jetzt. Also, damit es schön cremig wird. Und da habe ich einfach nur Rohrohrzucker nochmal ganz fein gemahlen im Thermomix einige Sekunden. Ah, okay. Dann ist es ganz fein wie Puderzucker auch. Ja. Wie Puderzucker, okay. Nur aus Rohrohrzucker. Du könntest mir jetzt auch erzählen, dass das Mehl ist, ich würde es dir glatt glauben. Okay. So, jetzt mixen wir das durch. Erstmal nur die Alsana mit dem Puder-Rohrohrzucker. Mhm. Und wenn es da so ein bisschen schon an den Rändern glatt gerührt ist, dann kommt der Pudding noch dazu. Mhm. Ja, so ein Teig aus Butter und Zucker, das erinnert mich immer an Weihnachten und Plätzchenbacken. Ja, aber ich mache das vielleicht doch mit einem Löffel, nur habe ich mir nicht so viele vorbereitet hier. So, ich mache hier einen. Okay. Und dann kommt es so nacheinander fluffig rein. Und was ganz zum Schluss reinkommt, ist noch Kokosfett. Okay. Machen wir nochmal. Klebt natürlich an den Rändern fest. Solange es dann nicht im Bauch kleben bleibt? Nee. Das macht es bestimmt nicht. Du tust dann den ganzen Pudding rein? Genau. Man kann, je nachdem.
alles brauchen wir nicht für die Torte, aber das ist so ein guter Maß mit 500 Milliliter und zwei Päckchen, damit es einfach fest wird. Okay. Das sieht schon ganz gut aus. Von der Creme her. Also wenn Zeit ist und du nicht hinguckst, dann muss ich dann naschen. Ah ja, aber bitte nicht den Finger nehmen. Ne? Okay. Wir haben hier ganz viele Löffel. Nicht so wie bei den Kindern. Wenn man mit denen kocht und backt, dann sieht die Küche aus und die Finger und die Kinder und alles sieht... Wenn es ganz schlimm kommt, auch die Wände. Gut, dass die Küche gefliest ist. So. Man merkt, es wird schon eine festere Masse. Genau, und da habe ich ein so ein kleines Würfelchen von dem Kokosfett löst und geschmolzen, das kommt dann geschmolzen, genau. Ja, okay. Und dann kommt es nochmal dazu, einfach weil es dann fluffiger ist und das schmeckt halt ganz anders. Also so 2-3 Esslöffel vielleicht. Ja, also ja, weiß jetzt nicht wie viel, 20 Gramm sind es bestimmt. Okay. Das können wir noch. Ja, der Vorteil an diesem Kokosfett ist, wenn es abkühlt, dann macht es die ganze Sache richtig schön fest und kann man genau. Dann eben besser schneiden. Genau, das stimmt. So, jetzt könntest du theoretisch kosten, wenn du möchtest. Mhm, gerne. Schaut schon gut aus. Ich bin gespannt, ob da genügend Zucker da ist oder ob das zu süß ist. Ich weiß es nicht. Doch, ich finde es genau richtig. Ist nicht zu süß. Mhm. Genau. Dann für die, kommt die noch es etwas süßer haben wollen, aber... Da kommen aber, obwohl im Nachgang ist schon süß, aber die Erdbeeren kriegen ja nicht noch extra irgendwas, sondern bleiben in Natur. Und oben sparen wir das uns dann auch. Genau, dann kommt es hier drauf. Könnte ich mal bitte meinen großen Schaber bekommen? Zum Verteilen ist es immer ganz gut. Man kann dann auch noch für die Seiten das Ganze ein bisschen aufheben und wenn es dann fest war im Kühlschrank, dann die Seiten nochmal mit der Puddingcreme und mit Mandeln oder Pistazien oder keine Ahnung dekorieren. Mhm. Oder Haselnüssen, was man mag. So wie das auch in der üblichen. Ich glaube, ich würde Blaubeeren bevorzugen. Blaubeeren statt Erdbeeren? Hm, vielleicht zum Dekorieren noch oben drauf. Ach so. Man kann ja auch beides nehmen. Also ist schon relativ gut fest geworden, ja. Mhm. Und wenn wir das nochmal ein paar Minütchen in den Kühlschrank stellen, dann können wir das... Wird es nochmal fester. Genau. Und dann genau. Kann man das gut schneiden. Lässt sich auch ziemlich gut streichen. Ja, wobei das Verteilen schon schwierig ist, wenn damit es überall ungefähr die gleiche Menge hat. Machen wir noch ein bisschen hier. Nicht, dass dann der eine ein 2 cm größeres Stück kriegt als der andere in der Höhe. Ja. Ja, an alle, die zuschauen. Sie sind auch herzlich willkommen hier, einfach beim nächsten Kochkurs dabei zu sein und dann nicht nur am Fernseher oder am Bildschirm zuzugucken, sondern danach auch zu kosten. Sieht nämlich schon sehr lecker aus. Ja, es kommen noch ganz viele andere und es kommen noch das viele lohnt andere. Sich dann hierher zu kommen. Genau. Ja. So, dann kommen die Erdbeeren drauf. Ich hoffe, ich kriege das jetzt ganz schnell hin, damit wir nachher den Tortenguss... Wir haben sie jetzt nur gewaschen und halbiert. Man kann sie da auch ganz lassen, weil wir wussten nicht, die Torte, die halt noch backt, die mache ich nachher auch nochmal fertig.
Genau. So. Ja, da hast du die besten Erdbeeren ausgesucht, schön so dunkel. So ist es. Also die sind auch, haben ein ganz tolles Aroma. Ich hoffe, das wird nachher sehr gut schmecken. Ich habe sie nicht gekostet. Es bietet sich natürlich an, so zur Erdbeersaison. Ja. Da schmecken sie immer am besten. Ja, machst du das, dann kann ich den Tortenguss schnell machen und dann sind wir schneller fertig und dann kann der Nächste. Perfekt, es kommt schon eine zweite Helferin. Super. Ich sehe, ich kann mich nicht so ganz nützlich machen. Kannst ruhig viel, weil das ist doch recht viel geworden. Dann mache ich schnell den Tortenguss. Genau, also da brauchen wir uns keine Sorge zu machen, das was übrig bleibt, das kommt auch weg. Da gibt es genügend Leute, die da auf den Geschmack kommen, denke ich, bei Erdbeeren. So, ich räume da in der Zwischenzeit ganz kurz auf und bereite alles für den Tortenguss vor. Hast du schon gewusst, dass in dem roten Tortenguss, wo ist jetzt mein Deckel? Ach, da. Kamin drin ist, der Farbstoff Kamin. Nee, das wusste ich nicht. Ich kenne nur die Farbe Kaminrot. Genau, und das ist ein organischer Farbstoff. Das heißt, es wird aus Schildläusen hergestellt und somit ist es ja nicht vegan. Deswegen... es ist ganz günstig, man nimmt den einfach einen roten Saft. Jetzt habe ich hier Traube, Apfel, Granatapfel, Johannisbeere oder halt einen anderen roten Saft. Mhm. Jetzt brauche ich, glaube ich, 500 Milliliter davon. Genau. Danke. Wir lassen das jetzt einfach mal nicht zählen, dass es nicht so ganz vegan ist. Der ist nicht ganz vegan, meinst du, weil das geklärt ist? Weil du sagst, das Kamin wird aus diesem... Nee, das ist hier. Das nehme ich nicht. Das wollte ich dir nur zeigen, dass der Kamin drin ist. Das benutze ich jetzt nicht. Hier, schau, echtes Kamin und halt so viele andere Bestandteile, die nicht unbedingt sein müssen. Und in dem weißen Tortenguss, da ist auch nur Stärke und Geliermittel, Carrageen drin. Okay. Ja. Also besser den roten vermeiden. So ist es. Rot wird es durch die Erdbeeren. Durch den Saft hier. Dann nehmen wir einfach 500 Milliliter. Das ist ganz günstig, wenn man gefrorene Erdbeeren hat vom Winter. Also wenn man im Winter eine Geburtstagstorte machen sollte, müsste. Da kommt von allein der rote Saft sozusagen aus den Erdbeeren. Das und dann nehme ich den immer für den Tortenguss. Und das ist, schmeckt ganz natürlich dann... Das wurde mir auch mal gesagt, wenn man irgendwie was kocht, dann den Saft von dem Gekochten einfach auch nicht wegwerfen. Genau. Weil da stecken eben noch die meisten Vitamine. Nährstoffe drin und Vitamine drin. Ich sehe, du hast das heimlich geübt, ja, das schaut schon sehr gut aus. So. Jetzt ist es an. Der wird also auch nur kurz erhitzt, oder? Der muss richtig aufgekocht werden und dann heiß auf den Kuchen, ist klar, weil er ja gleich bindet und dick wird. Mhm. Genau. Ein bisschen Agavendicksaft kann man da auch reintun. Mhm. Das wird gut mit Agavendicksaft, da muss man nicht unbedingt Rohrzucker nehmen. Mhm. Genau. Einfach weil der Traubensaft sonst ein bisschen sauer ist, oder? Es ist zwar schon süß an sich, ja, aber es steht auf der Verpackung drin, dass man ein bisschen Süße noch dazu tun sollte. Jetzt sind wir gespannt, wie das schmecken wird. Jetzt nehme ich Millis. Da gibt es noch genügend zum Ausschlecken. Das brauche ich nachher für den Rand. Ah, das kannst du nicht zu früh ausschlecken. Gefreut. Genau. Das brauche ich nachher, um den Rand zu dekorieren, damit es einfach schöner ausschaut. Jetzt muss ich den hier nehmen. Ich habe jetzt wirklich nicht viel reingemacht, nur zwei kleine Esslöffel auf 500 Milliliter.
Okay. Und jetzt müssen wir es nur noch kurz aufkochen. Also 2 Päckchen, 2 Esslöffel und genau. 500 Milliliter. Man kann natürlich auch Maisstärke oder andere Stärke selbst nehmen, aber ich bin eine faule Hausfrau oder faule Köchin und greife doch auf die Produkte zurück, die es so im Markt gibt, auf dem Markt. Na, ich denke, in der Hinsicht sind wir alle faul. Sein, man hat natürlich irgendwie auch eine Mühle, kann auch ein bisschen selber Schrot mahlen und Sachen einfach selber noch herstellen. Ist natürlich sehr aufwendig. Da wurden die Erdbeeren auch schon gut verteilt. Jetzt brauchen wir hier eine Weile zum Aufkochen. Vorhin ging es so schnell. Ich kann es aber nicht mehr verstellen in die Höhe. Nee, das ist das Maximum. Komisch. Du bist dann praktisch schon beim Tortenguss und genau, das ist sozusagen fertig. Die letzte Schicht und dann können wir es in den Kühlschrank stellen, dann dekoriere ich es nur draußen, die Ränder nachher vor dem Verkosten. Wie lange ungefähr lässt du es im Kühlschrank stehen? Ja, so eine halbe Stunde, eine Stunde, je länger, desto besser. Mhm. Ja. Da kann es auch richtig durchziehen, der Boden. Kocht noch nicht. Du meintest zu Beginn, der Zitronensaft geht auch. Nun ist der Zitronensaft pH-neutral. Und Essig nicht, ja. Aber Essig nicht, genau. Es fördert trotzdem durch die Säure den Treibeffekt von dem Natron. Ah, okay. Genau. Also ist eine gute Alternative zu einem Löffel Apfelessig zum Beispiel. Was kommt also nicht auf den pH-Wert an. Nein. Oder zumindest nicht so sehr. So, jetzt lassen wir es nur ein paar Sekündchen noch aufkochen. Ich musste doch diese größere. Ich lese hier gerade den Saft, den du verwendest. Steht sogar drauf, Antioxidantien sind da enthalten und die stärken dann den Zellenschutz, sodass die Zellen wohl länger halten. Ja, das ist im Obst und Gemüse ja an sich schon von Natur aus gegeben. Das hat uns der liebe Heiland schon so reingelegt, dass wir auch viel von dem essen sollten, ja. Wie beim letzten Zeroim-Kochkurs hatten wir ja die Esther Billing da, die uns dazu ganz viel erzählt hat. Zur Rohkost. Und das kommt jetzt einfach oben drauf und versuchen das ganz langsam zu tun, so löffelchenweise, damit der Pudding halt nicht hochkommt. Genau. Das schaut super aus. Da kann man sich den roten Tortenguss dann sparen. Genau. Das ist eine gute Variante, um dieses Kamin zu vermeiden. So. Und nachher werden wir sehen, wie das dann im kühlen Zustand uns allen schmecken wird. Du hast es dann mit verschiedenen Säften ausprobiert und bist dann bei dem gelandet, oder? Ehrlich gesagt, ich habe das nur mit Traubensaft bisher ausprobiert und mit dem eigenen Erdbeersaft. Also das heißt, unser Sohn hat zum Beispiel im März Geburtstag und dann nehme ich die Erdbeeren aus der Tiefkühltruhe und die lasse ich dann in so einem Sieb auftauen und dann nehme ich die Flüssigkeit, die dadurch geworden ist für den Tortenguss und das schmeckt auch ganz, ich glaube, am besten. Aber da jetzt die Erdbeersaison da ist und wir ganz viele frische Erdbeeren ja auf dem Markt haben, oder im Garten, je nachdem, wie groß der Garten ist,
ob es für einen Erdbeerkuchen reicht oder ob die Kinder schon alles vorher aufnaschen. Genau, da kann man auch Traubensaft nehmen oder halt anderen roten Saft, wie man möchte. Sollte halt naturbelassen sein. Also ich komme ja auch aus einer ländlichen Gegend und habe auch viele Erdbeerfelder, wo man dann selber pflücken gehen kann. Und erfahrungsgemäß halten die nicht lange. Genau. Die da Erdbeeren. Ist man schon sehr schnell am Essen. Ich mache jetzt mal alles drauf, damit wir einfach eine schöne, dicke, rote Schicht haben und die alle Erdbeeren zugedeckt sind. Da die halt. Flüssigkeit gleicht ja dann auch die schlechte Verteilung unten dann aus. So ist es. Und auf jeden Fall, wenn es dann übrig bleibt, hält es ganz gut noch ein, zwei Tage im Kühlschrank, wenn alle Erdbeeren komplett zugedeckt sind mit dem Tortenguss. Ja, dann ist der Prozess der Oxidierung nicht so ganz da. Sehr schön. So, jetzt bin ich eigentlich fertig und stelle in den Kühlschrank und dann kann der nächste kommen. Und schaut sehr gut aus. Genau. Ja, weiter geht's mit anderen Torten. Zwei an der Zahl. Dazu will ich die Milli reinrufen. Milli, du hast uns zwei Torten mitgebracht. Genau. Eine ist Kokos-Himbeer-Torte und die andere ist Cashew-Beeren-Torte. Mhm. Die zweite ist Rohkost-Torte. Ich fange an mit dem Biskuitboden für die Kokos-Himbeer-Torte. Okay. Dazu nehmen wir, ich habe alles schon abgewogen, 225 Gramm Mehl. Man kann ja Weizenmehl nehmen oder Dinkel. Ich habe jetzt Weizen genommen, weil ich finde es schöner, wenn die Torte hell ist. Wenn Boden hell ist, da es Kokos-Himbeer-Torte ist und Kokos ist ja weiß. Genau. Dazu nimmt man ein Päckchen Backpulver. Genau. Und 150 Gramm brauner Zucker. Ich mische zuerst die trockenen Zutaten. Dann kommen 6 Esslöffel Pflanzenöl. Welches Öl nimmst du da? Ich nehme Rapsöl. Okay. Genau. Und 250 Milliliter Wasser. Alles schön vermischen, dass es zu einem glatten Teig wird. Das Öl macht dann die ganze Sache wahrscheinlich geschmeidiger. Ja. Genau. Und einfach in den Tortenbodenform, also Tortenform. Die habe ich vorhin mit Speiseöl und ein bisschen Mehl gemacht. Eingefettet. Eingefettet, genau. Ein bisschen Mehl, dann kommt es leichter raus. Bleibt nicht kleben. Genau. Das verteilt sich ganz gut. Ja, das ist super. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ja. Jetzt tun wir backen auf 175 Grad, 20 Minuten. Bitte backen. Hier in unseren Backschrank rein. Ja. Genau. Und weiter geht's dann mit der Cashew-Beeren-Torte. Okay. Der Boden, den macht man aus 200 Gramm Datteln. Das sind getrocknete Datteln. Ich habe am Abend davor die eingeweicht. Das Wasser hebt man auf, wird man später brauchen. Einfach ganz normales Leitungswasser? Genau. Ich mache aber zuerst. Entschuldigung. Ich mache zuerst die Mandeln mischen, die habe ich auch eingeweicht. Okay. Da sind 250 Gramm Mandeln. Auch am Abend davor eingeweicht. Dann einfach über Nacht? Genau. Man sieht, Deckel, die sind ganz Deckel aufgegangen. Von Deckel von Thermomix. Normalerweise sind ja die Mandeln aus der Tüte so flach und schrumpelig. Nee, den kleinen. Den prall und aufgegangen aus. Gut. Das wird dann, wie ich vermute, die Schicht, die auf den Boden kommt. Sie haben eins vergessen.
müssen wir dann nochmal näher erfragen. So, jetzt male ich die Mandeln. Es wird laut. Genau, also grob malen. Grob dann, malen, okay. Genau. Dass da Stückchen noch sind, gut zu erkennen. Und dann gebe ich die Datteln. Wie gesagt, das Wasser hebe ich auf für später. Das wird dann da im Boden, oder? Ja, das wird im Boden. Ah, okay. Also nicht die Schicht darüber. Und 100 Gramm gemahlene Walnüsse kommen rein. Mhm. Die sind auch grob gehackt. Genau, und jetzt einfach alles vermischen. Geht es zur Not auch mit einem Stabmixer? Mit Stabmixer nicht, aber mit so normalem Standmixer. Okay. Geht auch. Ich tue die noch ein bisschen runterdrücken. Das ist dann für die Rohkosttorte, ja? Ja. Und das ist der Boden. Den tun wir in eine Springform. Mhm. Der Vorteil ist, es bleibt dann kalt, oder? Ja. Wir werden also heute keine gebrannten Mandeln haben. Nee. Vielleicht zur Weihnachtszeit. Ich denke, das wird geschmacklich ganz gut. Ja, Datteln und Nüsse. Das schmeckt ganz lecker. Du hast das Rezept vorher schon mal ausprobiert? Ja. Oder? Der war ganz lecker. Hat auch Kindern geschmeckt. Mhm. Ist ziemlich nussig. Wer Nüsse mag, ist halt Geschmackssache. Also für die, die beim Bäcker den Nusskuchen bestellen. Genau. Wichtig ist beim Verteilen, Bodenverteilen, dass man den Rand ein bisschen hochzieht, mhm, wegen der Füllung. Und das lässt sich ganz gut mit einem Löffel machen. Doch eine ziemlich zähe Masse, ne? Ja. Ja, ich habe mir ein bisschen was zum Mandeln rausgeschrieben. Mhm. Und zwar Mandeln hat man rausgekriegt, dass das Fett in den Mandeln verhindert, dass man selber Fett ansetzt. Und zwar ist das bei den Mandeln so, der Körper kann nicht das ganze Fett, das in der Mandel enthalten ist, verarbeiten. Und dadurch, wenn man Mandeln auch zusätzlich zu anderen Mahlzeiten nimmt, verhindert es eben dieses Fett in den Mandeln, dass das Fett von dem anderen Essen in den Körper zu arg aufgenommen wird. Und zudem helfen Mandeln auch beim Abnehmen, weil eben Mandeln einfach auch das Körperfett neutralisieren. Genau. Darf ich kurz was sagen? Also den Tortenboden tut man jetzt in Tiefkühltruhe, während ich die Creme vorbereite. Okay. Tiefkühltruhe. Tiefkühltruhe und dann brauche ich die Beerenmix. So, Moment. Ja. Ja. So, dann machen wir die Creme. Die machen wir aus
250 Gramm Cashewnüsse. Mhm. Das Interessante an der Cashewnuss ist, die wächst unten an der eigentlichen Cashewfrucht. Und jede Cashewnuss, die geerntet wird, ist eigentlich nur eine einzige Nuss von einer Frucht. Also man hat nicht so einen Kern, wie man ihn kennt, von anderen Früchten, wo man dann drin viele Kerne hat, sondern es ist wirklich nur ein Kern unten an der Cashewfrucht. Und eine Schüssel, Ante. Und die Cashewfrucht könnte man eigentlich auch essen. Also das ist circa Birnen oder Apfel groß. Und die Frucht oben drüber ist aus komplettem Fruchtfleisch. Aber dieses Fleisch ist eben komplett einheitlich. Also es ist auch kein Hohlraum in der Frucht. Das Problem ist bloß, das würde viel zu schnell eben vergären, kaputt gehen, bis es hier rüber nach Deutschland geflogen wird. Deswegen kriegen wir nur die Nüsse. Genau. Das wird kurz laut. Okay. Genau. Und dann zu diesen 250 Gramm Nüsse. Danke. Tun wir, es ist noch nicht vollständig, muss ich kurz. Kokosfett schmelzen, 125 Gramm. Okay. Dann kommen noch 30 bis 50 Gramm Agavendicksaft, einfach zum Süßen. Dann Saft von halbe Zitrone. Man kann ja Vanilleschote nehmen. Ich habe hier Vanillezucker genommen. Ein Löffelchen. Okay. Genau. Wie gesagt, 125 Gramm geschmolzenes Kokosfett. Wieder wahrscheinlich für die Konsistenz dann. Ja. Mhm. Und Wasser von Datteln, von geschmolzenen Datteln. Wir nehmen 50 bis 100 Milliliter. Je nachdem, wie man fest haben möchte. Und zusammenmischen. Kommt dann auf unserem Boden drauf, ja? Genau. Kann ich bitte Schaber haben? Den großen. Den großen. Es ist nur noch die Frage, wo die Himbeeren bleiben. Ich habe auch gelesen, bei dem Rezept ist er fruchtig, gerade für die Sommermonate. Genau. Da ist die helle Creme. Wir tun ungefähr eine Hälfte weg. Tun zur Seite. Eine Hälfte oder zwei Drittel, je nachdem, wie man es gerne haben möchte. Und in den anderen Teil. Das Interessante ist auch, du hast ja Kokosfett benutzt und Kokos ist eins der vollständigen Lebensmittel. Was heißt das? So wie Bananen und Avocados kann man sich von Kokosnuss mehrere Wochen, wenn sogar nicht Monate, komplett alleine ernähren, ohne irgendeinen Mangel zu erleiden. Das heißt, das sind alle Stoffe drin, die man wirklich braucht für längere Zeit zum Überleben. So interessant ist das bei einer Kokosnuss. Zudem schützt sie vor Leberschäden. Wie zum Beispiel, wenn man viel Alkohol getrunken hat, was wir natürlich nicht hoffen, könnte man auf lange Sicht vielleicht mit Kokos so ein bisschen wieder Rehabilitation haben. Ja, so wie bei der Mandel ist das auch, führt zur Neutralisierung der Körperfettwerte. Und in Tropenländern, habe ich gelesen, wird sie als Muttermilchersatz benutzt.
die Kokosmilch. Genau. Jetzt wird nochmal laut. Da sind die tiefgekühlte gemischte Beeren. Tortenboden. Hier haben wir eine wunderschöne Farbe. Schaut sehr lecker aus. Ja. Ja, noch zu der Kokosnuss. Und zwar, früher wurde die Kokosnuss aufgrund dieser Laurinsäuren einfach als Seife benutzt, weil sie gegen Bakterien und Viren einfach eben schützt. Und mittlerweile ist es aber neu entdeckt worden, diese Laurinsäure in der Kokosnuss. Und deswegen wird sie einfach auch aufgrund dieses Gehaltes zur Speise sehr wertgeschätzt. Ist gegen Viren und Bakterien sehr effektiv. Jo. Ja, wir warten auf den Boden. Auf den Boden, der in Tiefkühltruhe ist. Genau, und dann verteilen wir noch die Cremen. Okay. Dann geht er aber nochmal in die Tiefkühltruhe für ein paar Stunden. Dankeschön. Da ist er schon. Der ist schon ein bisschen härter. Mhm. Und man verteilt zuerst den lilanen Boden oder rosa. Der ist durch tiefgekühlte Beeren ziemlich fest. Ist aber auch gut so. Darf man keine Naschkatze sein. Sonst ist gleich alles weg. Darf's ja probieren, bitteschön. Hat funktioniert. Gut. Sehr fruchtig, bärig. Ja, dieses Kokos enthält auch viel Vitamin B und E. Sowie Eiweiß. Und führt einfach wirklich zu einer guten Ernährung bei, trägt dazu bei. Leider ist bei uns so dieser Wert irgendwie nicht so geschätzt, gell? Wir nutzen und nicht oft Kokosnuss. Auf die lilane Creme kommt noch die helle. Die ist ein bisschen dünnflüssiger und das soll so sein, damit man sie leichter drüber streichen kann. Das ist dann die dünne letzte Schicht, ja. Genau. Ja, das wären gute und leckere Torten, wie ich sehe. So, und so sieht es aus zum Schluss. Jetzt, wie gesagt, noch für ein paar Stunden in Tiefkühltruhe oder übers Nacht in Kühlschrank, dann kann man es genießen. So, dann Schaber brauche ich. Schaber. Schau mal, wie es weitergeht mit dem zweiten. Genau, das geht gleich. So, da ist ja Tortenboden. Mhm. Genau. Ziemlich gut aufgegangen. Ja. Weiß nicht, ob man sehen kann.
Und wir warten. Wir warten auf die Sahne. Die Kokossahne habe ich im Voraus steif geschlagen, weil die braucht auch ein paar Stunden im Kühlschrank zu sein, damit sie noch fester wird. Es ist ein bisschen anders wie mit normaler Sahne, Kuhmilchsahne. Mhm. Die wird nicht so fest, aber wenn man vegane Sahne steif reintut, dann wird es ein bisschen fester. Oder ein Tipp, wenn man die, Dankeschön, wenn man die Kokossahne, bevor man sie schlägt, für ein, zwei Tage im Kühlschrank hat, dann funktioniert das auch ganz gut. Die Schabe. Wir hätten hier noch eine. Ah, hier, okay. Genau, das ist sie. Wie ihr sehen könnt, ist ziemlich fest geworden durch Kühlhalten. Und auf den Tortenboden verteilen wir noch 300 Gramm Himbeeren. Tiefgefroren. Tiefgefroren. Man kann auch frische nehmen. Mhm. Aber es geht auch wunderbar mit tiefgefroren. Das ist interessant, weil man denkt sonst, das wird sehr wässrig. Nee. Der Tortenboden nimmt es auf. Mhm. Ich habe hier 400 Gramm Kokossahne. Da sind zwei solche Päckchen. In der Kokossahne ist was alles drin? Bitte? In der Kokossahne haben wir was alles drin? Gute Frage. Wir können aber gleich nachschauen. Okay. Das ist ja eigentlich Kokosmilch. Sieht auch wieder sehr gut aus, so als Laktoseersatz, so als Milchersatz. Genau. Und vom Geschmack her ist es wunderbar. Man kann in die Sahne noch ein paar Tropfen Kokossirup reintun. Ich habe es nicht gemacht, weil ich finde, Geschmack ist vorhanden. Mhm. Und zum Schluss machen wir noch Kokosraspeln obendrauf. Das macht das Ganze einfach nochmal auch von den Augen her. Genau, und garnieren mit ein paar frischen Himbeeren. So. Lecker. Und fertig ist die Kokos-Himbeertorte. Die geht jetzt noch für 2-3 Stunden in den Kühlschrank und dann kann man Tortenring abmachen, dann bleibt sie fest, so wie sie ist. Sehr, sehr gut. Danke dir. Gerne. Ja, weiter geht's mit unserer vierten Torte und zwar eine zweite Rohkosttorte. Dazu darf ich die Ingrid reinbitten. Hallo zusammen. Ingrid, was hast du uns mitgebracht? Also heute gibt es eine Rohkosttorte. Und das Schöne daran ist, man braucht nicht so sehr viele Zutaten und es geht ganz schnell. Allerdings empfiehlt sich das, einen Tag vorher zu machen, weil man dazwischen immer eine Kühlzeit hat. Also wir brauchen Nüsse. Da kann man beliebig Nüsse nehmen, was der Vorratsschrank so hergibt. Ich habe heute Mandeln und Erdnüsse, ungesalzen. Und Datteln, das wird unser Boden. Dazu werden die Nüsse gemixt. Ich mache das immer mit so einem kleinen Mixer. Es ginge natürlich auch mit dem Standmixer. Der Nachteil beim Standmixer ist, da geht zwar alles auf einmal rein, aber man muss das dann von ganz unten wieder mühsam rausholen. Das ist hier einfach. Jetzt wird es ein bisschen laut. So.
Also ein bisschen was über eine Handvoll Datteln und über eine Handvoll Nüsse. Ja, das ist also sehr übersichtlich. Mhm. Also ähnlich wie der Boden von vorhin. Ja, die Datteln brauchen wir praktisch einmal für die Süße und außerdem ist es so sozusagen der Klebstoff, damit die Nüsse aneinander halten. So. Das sieht jetzt ziemlich krümelig aus. Wir kneten das jetzt zusammen, aber vorher bereite ich mir noch die Springform vor. Ich mache Rohkosttorten immer in einer kleinen Form. Das hat den Vorteil, man kann sie an einem Tag aufessen. Es ist immer frisch und Rohkosttorten sind sehr nährstoffreich. Ja? Also es ging aber genauso gut in einer großen Springform mit 26 Durchmesser, Zentimeter Durchmesser. Die hier hat jetzt einfach 20 Zentimeter. Da muss man einfach dann die Mengen ungefähr um ein Drittel erhöhen. Den Rand streiche ich ein mit Kokosöl. Dazu kann ich nachher gleich nochmal was sagen, damit wir das rauskriegen. Und unten habe ich ein Backtrennpapier dran. Dann verkneten wir die Mandeln mit den Datteln. Wenn man jetzt Sorge hat, dass das nicht richtig hält, dann macht man einfach noch ein bisschen Spritzer Zitronensaft dazu. Das ist also... Die Nüsse haben ja auch schon etwas Öl und kleben dann wahrscheinlich auch ganz genau. Gut. Diese Nuss-Dattelmasse machen wir dann unten in den in die Springform rein. Drücken das ein bisschen fest. Das kann man mit der Hand machen oder aber, wenn man hat, so eine kleine Teigrolle. Es muss einfach nur gut festgedrückt werden. Man braucht auch nicht extra einen Rand formen. Man macht einfach eine Schicht. So sieht es dann aus. Dann machen wir sozusagen die Käsemasse. Also Käse in Anführungsstrichen, Nuss-Käsemasse. Dazu habe ich Cashewkerne eingeweicht und zwar über Nacht. Das hat einfach den Vorteil, nachher wird es cremiger, weil sie dann nicht mehr ganz so hart sind. Okay. Also da kommt... So, dass sie das Wasser gerade aufsaugen. Genau, und dann kann man die abgießen, macht die hier rein in den Mixer. Dann... machen wir eine Prise Salz dazu. Salz hebt immer den Geschmack. Agavendicksaft. Agavendicksaft ist süßer wie der normale Zucker. Und da brauchen wir also auch nicht ganz so viel. Das waren jetzt etwa 100 Gramm. Und dann, wo habe ich jetzt mein Kokosöl? Das war hier. Ah, genau. Sehr durchsichtig, sieht man fast nicht. Ja, Kokosöl hat diese Konsistenz, sieht fast aus wie Vaseline, ja, und schmeckt anders wie das Kokosfett, auch nach Kokos. Und damit sich das besser verteilt, habe ich das ein bisschen erwärmt. Also Kokosöl schmilzt bei 25 Grad, also das ist ganz weich. Kokosöl findet man entweder im Reformhaus oder im Bioladen und inzwischen auch im Supermarkt, da steht es neben dem Salatöl. Ja, so, dann machen wir in diese Masse ein bisschen Zitronenabrieb. Das ist eine Bio-Zitrone, auch wenn es eine Bio-Zitrone ist, immer gut waschen. Das habe ich gespritzt, schon. Ja, genau, das habe ich schon gemacht. Also das Kokosnussöl nicht mit in die Sonne nehmen. Das ist schlecht. So, dann machen wir Zitronensaft dazu. Ja. Die Kerne kleben von allein. Die Kerne kleben von alleine. Wir machen noch eine zweite zweiten Zitronensaft dazu. So. Also so circa eineinhalb
Also 1,5 bis 2 Zitronen, das ist auch nach Geschmack und je nachdem, wie viel Saft die Zitronen hergeben. So, das machen wir auch dazu. So, dann habe ich hier Vanilleschote gehackt. Das macht der Mixer klein, man kann es auch vorher malen, ganz wie man möchte. Und dann haben wir schon alles drin. So. Wie Sie sehen, der Mixer geht gut. Der Mixer geht gut, ja. Der Mixer funktioniert wirklich, ja. Es ist fast wie beim Autorennen. Und in Ferrari Rot. In Ferrari Rot, genau. Das Kokosfett machen wir deshalb rein, weil das Kokosfett gibt uns die Bindung. Das Kokosfett, wenn das jetzt dann kühlt, dann wird es sozusagen fest und alles hält gut zusammen. Das ist wirklich erstaunlich, ja. Ich habe da auch mal so einen Kuchen gebacken mit Kokosfett und danach ist das wirklich sehr schnittfest. Ja, dann machen wir jetzt ungefähr 2/3 von der Masse. Machen wir jetzt auf unserem Boden. So, dann verteilen wir das. Eigentlich wäre es gut, wenn wir das jetzt in den Tiefkühler machen, das ein bisschen anzieht, aber ich denke, das klappt heute so auch. Und dann kommt noch die dritte Schicht. Das ist die Fruchtschicht mit Mango. Mango schält man am besten mit einem Kartoffelschäler und dann schneidet man die Frucht vom Kern, püriert das. Das habe ich schon mal vorbereitet. Sieht dann so aus. Das ist eine Mango. Die machen wir zu der Masse dazu. Sehr ergiebig. Ja, genau. Zu Mangos habe ich mir auch was rausgeschrieben. Und zwar, es gibt über 1000 Mangosorten. Das glaubt man kaum. Und sie unterscheiden sich in Größe, Form und Geschmack. Also scheinbar sind wir hier wirklich nur mit den Standard-Mangos bedient, so ein, zwei Sorten. Mango ist sogar eine eigene Gattung unter den Fruchtsorten. Und sie zählt zur Familie aber der Sumachgewächse. Und Sumachgewächse, da zählt auch die Cashewnuss drunter. Ja. Also muss noch dazu sagen, wenn man Mangos kauft, sollte man darauf achten, dass es wirklich eine reife Mango ist, weil eine Mango, die noch nicht so ganz reif ist, die gibt auch nicht so viel Geschmack her. Wenn man nicht genau sich sicher ist, ob die Mango reif ist, man riecht es und man kann, sie gibt ganz leicht nach auf dem Druck mit dem Daumen. Dann muss ich jetzt gerade noch mal ein bisschen Krach machen. Ich muss das noch mal unterrühren. So. In Tropenländern wird übrigens aus unreifen Mangos ein Mangosalat gemacht. Den wird dann in Scheiben geschnitten, in dünne. Und dann kann man da so einen Salat draus machen. So. Wir geben dann praktisch das Mangopüree hier oben drauf. So. Also wenn die nicht sättigt, dann weiß ich auch nicht. Ja, also wie gesagt, also eine kleine Form reicht durchaus. So, wenn das jetzt nicht alles so ganz rausgeht, wir schmeißen nichts weg, wir haben alles bezahlt. Dann kann man jetzt das auffüllen, zum Beispiel mit Sojamilch und nimmt den Rest als Soja, also als Milchmix-Getränk. So, dann bräuchte ich. Gute Idee. Ich bräuchte bitte die Torte. Ach, die ist da. Danke. So. So, das muss jetzt in den Kühlschrank. In den Kühlschrank. Wenn es ein bisschen schneller gehen soll, in den Tiefkühler. Und dann kann man die ganze Torte noch verzieren mit Zitrone, mit Minzblättchen oder Zitronenmelisse und ein bisschen Kokosraspeln drauf und das Ganze sieht dann so aus. Wow, super. Also, das war's dann schon. Also danke ganz, dir. Ganz unkompliziert und ganz schnell. Super. Das waren unsere 4 Torten. Ich hoffe, Sie haben Lust und Laune gekriegt, die selber nachzumachen. Und vielleicht auch Geschmack darauf.
Sie dürfen uns auch gerne hier einfach besuchen kommen. Der nächste Serum-Kochkurs wird am 19.07. sein. Da wird es um vegane Käsesorten gehen. Und ich freue mich, euch begrüßen zu können und freue mich aufs nächste Mal. Das war's von unserer Seite. Und wir werden dann später noch die Torten probieren. Auf Wiedersehen.